Es gibt interessante neue Details zum Giftanschlag in Salisbury in England. Der russische Ex-Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter dürften schon zu Hause vergiftet worden sein. Das haben jetzt Untersuchungen an dem Wohnhaus ergeben. Die zwei waren ja am 4. März bewusstlos auf einer Bank aufgefunden worden. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch, aber stabil. Wegen dieses Attentats gibt es seit Wochen enorme politische Spannungen zwischen dem Westen und Russland. Etwa 250 Beamte ermitteln in dem Fall. Das Nervengift, mit dem der Agent und seine Tochter vergiftet worden sein sollen, ist bereits an mehreren Stellen gefunden worden. In einem Pub, auf einer Parkbank und am Grab der Frau des Ex-Agenten. Die höchste Konzentration fanden Ermittler jetzt an der Tür des Wohnhauses des Agenten. Daher gehen sie davon aus, dass er hier mit dem Stoff in Kontakt kam. Die Untersuchungen könnten aber noch Monate dauern. 500 Zeugen müssen verhört und etliche Stunden Videomaterial von Überwachungskameras gesichtet werden. Großbritannien macht Russland für den Anschlag verantwortlich. London nimmt an, dass das verwendete Gift aus sowjetischer Produktion stammt. Moskau bestreitet die Vorwürfe.